Influencer sind die neuen Werbeträger. Kaum jemand schaut noch Fernsehen oder liest Zeitungen oder Zeitschriften. Auch bei der Generation Ü50 ist das Internet inzwischen Teil des Alltages und bei Produktempfehlungen verlässt sich auch diese Zielgruppe gerne auf Empfehlungen von Freunden und Freundinnen. Auf meiner letzten Shootingreise nach Holland war auch Best-Ager-Influencerin Sigi dabei und wir schauen mal, wie wir eine Foto- und Videoproduktion gestaltet haben. Sigi ist Profi. Sie verdient ihr Geld mit Werbung, die sie auf Instagram macht. Das können Produkte, aber auch Städte, Unternehmen, Hotels sein. So reist sie für ihre Aufträge quer durch Deutschland oder andere Länder und produziert dabei auch Beiträge, die sie als Person zeigen und als Ratgeber für ein besseres Leben fungieren. Das reicht von Modetipps bis hin zu Lebensweisheiten. Allgemein sagt man ja jetzt eher Mindset dazu. Die Zielgruppe sind dabei Frauen über 50 und als eine von ihnen tritt Sigi auch vor die Kamera. Nichts beschönigen, aber das Leben genießen. Wir machen heute ein Foto- und Videoshooting für Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher Basis, die helfen sollen, die Wechseljahre einer Frau, also die Menopause, zu erleichtern. Sigi diskutiert mit zwei Freundinnen die Probleme, die in den Wechseljahren auftreten können. Hormonschwankungen, Hitzewallungen, Bauchkrämpfe, Schlafstörungen und was leider alles dazugehört. Glücklicherweise haben wir jetzt in Holland auch Camilla und Simone dabei, die in dem Alter sind, wo diese Probleme auftreten. Wir fotografieren heute drei verschiedene Szenarien, nämlich einmal A am Kaffeetisch im Garten, zweitens auch im Garten eine Yoga-Session und drittens im Haus eine Szene, wo die drei auf dem Bett sitzen. Ich erzähle jeweils was zu der Szenerie, wie wir die gestalten wollen und dann natürlich auch fotografische Dinge, die ich mir überlegt habe. Szenario 1 am Kaffeetisch. Sigi, Simone und Camilla sitzen im Garten auf der Couch und trinken Kaffee, diskutieren dabei ihre Probleme. Alle Aufnahmen, die jetzt entstehen, sollen im Hochformat sein, weil es ist ja für Social Media, sowohl das Video als auch die Fotos. Als Lichtquelle haben wir jetzt am Nachmittag das Sonnenlicht. Das ist hart, deshalb setze ich die drei jetzt unter einen Sonnenschirm und habe außerdem noch einen Reflexschirm dabei, der ebenfalls noch Schatten spendet. Die drei sitzen eng beieinander, deshalb kann ich sie gut ins Hochformat bringen. Ich fotografiere mit einem 85mm Objektiv, offenblendig, damit der Hintergrund unscharf wird. Insgesamt soll ein sehr heller, freundlicher Eindruck entstehen. Und ich habe dann auch in der Nachbearbeitung die Bilder alle um eine halbe bis eine Blende aufgehellt. Der Ablauf so eines Szenarios ist eigentlich immer gleich. Es gibt eine Einführung in ein oder zwei Bildern, wo das allgemeine Problem geschildert wird. Es gibt dann das konkrete Problem, bei mir war es so und so. Dann, ich habe dieses Präparat ausprobiert oder ich habe diese Maßnahme unternommen. Vielleicht zeigt man jetzt auch schon das Produkt. Und danach die Erlösung, jetzt geht es mir viel besser, das hat mir geholfen. Und zum Schluss natürlich nochmal das Produkt in voller Größe, wo man es erwerben kann und natürlich auch der unvermeidliche Rabattcode. Szenario 2 beim Yoga. Die drei Frauen sitzen wieder im Garten auf einer Yogamatte oder auf einer Unterlage. Auch hier gibt es natürlich wieder nur Aufnahmen im Hochformat. Alles, was ich im Querformat jetzt gefilmt habe, das war Behind the Scenes und zur Erläuterung, damit dieses Video hier entstehen kann. Der Himmel ist bedeckt, aber trotzdem kommt manchmal ein bisschen die Sonne durch. Ideales Wetter für Foto- und Filmaufnahmen ohne weitere Hilfsmittel. Bei dieser sitzenden Dreiergruppe wäre man ja eher geneigt, Querformataufnahmen zu machen. Aber wir müssen ja im Hochformat arbeiten. Deshalb muss ich mir insbesondere bei den Videoaufnahmen irgendetwas Spannendes im Vordergrund oder im Himmel überlegen, damit es nicht langweilig wirkt. Wie heißt es so schön? Vordergrund macht Bild gesund und so wandere ich manchmal an einigen Pflanzen entlang, die dann unscharf im Bild zu sehen sind. Hier haben wir auch mal zwei Kameras im Einsatz gehabt, beides iPhones. Das eine filmt die Totale auf dem Stativ und mit der anderen Kamera auf dem Gimbal gehe ich herum. Wenn ich jetzt alle Aufnahmen im Hochformat mache, dann muss ich die Dreiergruppe schon ganz schön zusammenrücken, teilweise anschneiden, dann habe ich auch mehr Tiefe im Bild und da hätte ich vielleicht statt mit Blende 2.8 ruhig mit Blende 4 oder 5.6 fotografieren sollen, denn einige Personen im Hintergrund sind dann schon unscharf, die hätte ich lieber gerne scharf gehabt.
Was müssen Models und Fotografen, Fotografinnen denn jetzt beachten, wenn sie solchen Social Media Content produzieren wollen? Erstens, die Modelle müssen sehr natürlich wirken, sowohl bei den Fotoaufnahmen, aber vor allen Dingen auch bei den Videoaufnahmen. Sie sollen authentisch, sie sollen echt rüberkommen, nicht gekünstelt. Die Modelle sollten wissen, worüber sie sprechen, was das für ein Produkt ist oder was das für ein Hotel ist, in dem sie sich gerade befinden und was sie anpreisen. Als Fotografin oder Fotograf musst du natürlich wissen, was der Auftraggeber gerne an Szenen und an Bildern haben möchte. Am besten machst du dir dazu vorher eine Liste, die du abhakst, damit du auch ja nichts vergisst, sowohl was die Fotos als auch was die Videoszenen angeht. Die Videoaufnahmen für Social Media sind relativ kurz. Sie werden in der Regel nur 4-5 Sekunden gezeigt und wenn du dann eine Strecke von 30 Sekunden gefilmt hast, dann ist das ausreichend. Das Wichtigste dabei ist dann natürlich das Produkt. Wenn du ein Produkt in die Kamera hältst, wenn du es fotografierst, wenn du es filmst, dann muss natürlich der Produktname zu sehen sein und er muss scharf sein. Nimm auf jeden Fall das Produkt in jeder Szenerie auch nochmal extra auf. Nicht nur einmal für 5 oder 6 Szenen. Es sieht immer schöner aus, wenn das Ganze aus einem Guss ist und du im Hintergrund noch siehst, um welche Szene es sich handelt. Szenario 3 auf dem Bett. Sigi, Camila und Simone sitzen auf dem Bett. Es ist sehr gemütlich und auch lustig, denn es geht um sehr intime Themen, die während der Menopause auftreten. Auch wenn die drei hier sehr viel lachen und kichern, der Ton ist wieder relativ unwichtig und es sind wieder nur Hochformataufnahmen, die entstehen sollen. Fotografisch habe ich bei diesem Schlafzimmer auch Glück. Hinter mir ist ein Fenster, was genügend Licht spendet und sogar von links kommt noch Licht durch ein zweites Fenster rein. Auch hier brauche ich also wieder keine Hilfsmittel wie Aufheller, sondern ich kann weiterhin fotografieren, jetzt zwar mit ISO 800, aber mit 125 Sekunde und Blende 2.8 bis 4.0. Der Raum ist aber relativ eng, ich bin immer schon an der Bettkante und muss deswegen auch mit einem leichten Weitwinkel 35 mm fotografieren. Content Creation für Influencerinnen ist ja eigentlich eine leichte Sache. Es dauert nicht lange, aber die agierenden Personen müssen gut sein, die müssen geübt sein und auch wenn Camila und Simone so etwas noch nie gemacht haben, war das doch ganz großartig, wie sie das hier gemeistert haben. Für mich ein Knackpunkt bei dem ganzen Influencertum ist natürlich immer, ob man das, was die Produkte versprechen, auch mittragen kann. Wenn man sich aussuchen kann, für welche Produkte man Werbung macht, dann ist das natürlich sehr gut. Aber wenn man nicht von dem Produkt überzeugt ist und trotzdem sagen sollte, das benutze ich jeden Tag und ich stehe da drauf, dann ist das vielleicht doch schon etwas schwierig. Damit das Ganze auch immer überzeugend und echt wirkt, sollte man das vielleicht nicht in einem Studio, sondern in einer natürlichen Umgebung machen. Wie bei uns, im Garten oder in einem Schlafzimmer oder sonst in einem Raum. Und es ist für mich als Fotograf und Videograf natürlich einfach, wenn das Licht gut ist, das vorhandene Licht, dass ich ohne weitere Hilfsmittel arbeiten muss und dass ich kein Dauerlicht oder Blitzlicht einsetzen muss, was bei den Videoszenen natürlich sowieso nicht in Frage käme. Das Schöne ist, wenn man geübt ist, geht das Ganze auch sehr schnell. Beispielsweise bei dem dritten Szenario auf dem Bett waren wir alle schon so geübt, dass die Fotoaufnahmen nur 7 Minuten lang gedauert haben. Ich habe 80 Aufnahmen gemacht. Die waren alle prima. Danach kam dann noch das Video, das hat auch nur noch mal 7 Minuten gedauert. Also wir waren eigentlich in einer Viertelstunde mit dem ganzen Szenario fertig. Das gefällt mir und ich habe mich mit Sigi schon für die nächsten Aufnahmen von Content verabredet.